Willkommen, liebe Leser, zu einer Kleinführung durch Counter-Strike 1.6. Was Sie hier sehen, ist noch eine Beta, die Sie nur über Valves Vertriebssystem Steam spielen können. Man munkelt aber, dass Mitte August endlich auch alle steamlosen Spieler in den Genuss der neuen Version kommen werden und mit dem Schild losziehen können, das Sie hier im Bild sehen. Damit können Sie sich in Feuergefechten decken. Nachteil, Sie dürfen lediglich mit einer Pistole kämpfen. Vorteil, kaum ein gegnerischer Schuss geht durch. Dass der Schild nicht nur ein lustiges Gimmick ist, sondern auf den Servern recht rege gebraucht wird, beweist diese Gruppe von Counter-Terroristen. Recht komisch ist allerdings der Anblick, wenn gleich mehrere Schildträger durch einen eigentlich viel zu engen Tunnel schlüpfen. Hoffentlich lässt sich da Valve noch etwas einfallen. Diese Szene auf CS Siege zeigt ganz hübsch, dass man nicht nur sich selber, sondern auch mindestens einen Teamkollegen mit dem Schild schützen kann. Der sollte dann allerdings eine etwas stärkere Waffe spazieren führen, als wir es hier tun. Die Version 1.6 bringt auch neue Modelle und Waffen mit sich. Hier sehen Sie etwa das neue Modell des Messers. Und hier im Bild das neue Sturmgewehr für die Terroristen, die israelische Galil. Auch an den Maps wurde zum Teil kräftig gefeilt. Hier toben wir über die stark überarbeitete Version von DE Aztec. Darauf werden finstere Ecken, die ehemals zum Campen einlügen, durch Strahler aufgehellt. Andere Texturen und eine frische Vegetation machen die Karte deutlich lebendiger. Ganz frisch dabei die Karte DE Airstrip, die ein Dschungelsetting hat. Auch neu das Menü. Neue Bilder und mehr Struktur sorgen für Übersichtlichkeit. Eine kleine Warnung, die Waffenpositionen haben sich teilweise auch geändert. So finden Sie als Terrorist nicht mehr in Slot 4 auf Position 1 die AK-47, sondern jetzt auf Position 2. Auf uns machte die CS-Version 1.6 einen guten Eindruck. Gerade der Schild unterstützt die taktische Komponente noch zusätzlich. Somit dürfte Counter-Strike auch weiterhin eines der beliebtesten Online-Spiele bleiben. Wir freuen uns jedenfalls schon auf den offiziellen Start.